Alter. Der Einzige, der ein Gehirn hat, ist Arafat, der ein bisschen Gehirn hat. Und der hat zu ein bisschen was gebracht. Und der kann kein Geld, der kann kein Geld ausgeben. Der kann nichts mehr ausgeben, weil das Gericht alles von ihm zurückhaben will. Und bitte, ich bitte euch alle, streamt über die Abu Chakas, wehrt euch und schmeißt sie raus von Social Media. Sie haben nichts bei unseren Kinderhandys verloren. Nix. Auch nicht bei unseren Cousins, Cousinen, nirgendwo. Dann sitzt Arafat da mit irgendeinem so Hassprediger und sagt, ja, der Staat ist gegen uns, TikTok-Manager sind Flaschen und so. Psst, ey, unfassbar, Mann, unfassbar. Ihr bringt uns den Islam bei, dann lasse ich mir lieber vom Teufel den Islam beibringen, als von den Abu Chakas. Der Teufel zeigt sich wenigstens. Der Teufel sagt wenigstens, dass er Teufel ist. Was machen die Abu Chakas? Die sagen, die sind gesegnet vom Engel. Da sind Muslime, ja, Abu Flakas, Abu Kakas, ja. Schicken die Messina G nach Hause. Und dann sagen sie noch, ey, würde ich zur Polizei gehen, Arafat würde heute noch festgenommen werden. Und Sinan G auch. Mit seinen Kinderbildern in der Tasche. Ja. Sagt Arafat seine Meinung. Weißt du, was Arafat macht? Er schickt jemand von hinten auf ihn los, hat ihn gegen die Wand gedrückt und in seinen Kopf. Seitdem an, Bruder, er ist durch. Bis heute, nach 15 Jahren, setzt er sich dafür ein, dass wir ihm glauben. Bis heute, Bruder. Bis heute, der arme Junge, bis heute. Bushido, guck mal, überleg mal, wie diese Familie ist. Bushido ist immer noch, Bruder, in Dubai vor Angst. Immer noch. Guck dir das mal an. Ja, wie kannst du, Bruder, wenn ich deinem Kind drohe, deinem Neugeborenen. Aber kam nie zum Gericht, Digga. Mit J-Love? Ja. Nein, Bruder, danach bist du doch psychisch am Ende. Was soll er da machen? Der hat gestottert, der war am Ende. Der war kaputt. Was soll er da machen? Was würdet ihr machen nach so einem Angriff? Da hast du Todesangst, ja? Ja, Bushido ist jetzt wieder hier. Ja, Gott sei Dank, Mann. Ja. Und jetzt macht Bushido jeden nacheinander platt. Ja, alle ein Herzchen rein, wenn ihr es auch geil findet. Ich liebe das. Ja, so, weil das Gericht, Eskorp, das Gericht in Berlin sagt, weißt du was, ihr glaubt, ihr steht über Gott, ihr glaubt, ihr steht über Deutschland. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen eure Gerichtsverfahren so lang, dass euch die Puste ausgeht. Und das ist die beste Strategie. Bruder, von allen Clan-Mitgliedern, Remo, El Sein, Gerichtsverfahren, zack, innerhalb von 2-3 Monaten, zack, ist vorbei. Ja. Eine sehr, sehr herzlose, alle ein Herzchen rein, die sagen, Bushido war unsere Kindheit, die Abu Chakas haben nichts mit uns zu tun, nix. Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe.